Ja, ich habe eine Katze. Sie hat 2 Meter lange Beine und ein Gebiss, mit der sie immer aus der Schappi. Also nee, Schappi dürfen die Katzen nicht kriegen, dann werden die innerlich, da verbrennen die sozusagen. Ne? Sind ja ganz andere. Hunde haben ja, sind ja Aasfresser und Katzen sind lebende Menschenesser. Und also ich habe eine Katze zu Hause und das Allerwichtigste für die Katze ist nicht nur, dass man sich um sie kümmert, durch, sagen wir mal, durch die Tragetasche, in die die Katze kommt, wenn man damit weggeht, sondern auch durch Zuneigung. Jetzt ist es bei unserer Katze so, dass sie die Tapete kaputt macht und dann habe ich neulich einen dicken Knüppel genommen, habe drauf gehauen. Und jetzt haben wir die so vorne vor der Tür als Fuß, ja, sag ich mal, damit man, wenn man die Schuhe auszieht, draußen hinstellt und dann erstmal die Füße wärmt auf dem Katzen, ja, ist so eine Art Fußabtreter. Muss man ab und zu mal durchwaschen, weil dann nach ein paar Tagen dann durch die Schweißfüße kommt da unheimlicher Geruch auch rein in die Wohnung. Aber sonst geht's ihr gut. Ich meine, hat sie ja selber so gewollt. Ich meine, klar, bei mir kann jeder machen, was er will. Ne? Die Katze. So ähnlich wie ein Hai.